Generationsunterschiede, kulturelle Herkunft und Streit über Rechte und Pflichten. Ausbilderinnen und Ausbilder stehen vor verschiedenen Konflikten, wenn sie mit ihren Auszubildenden interagieren. Doch auch die ausbildenden Betriebe haben bei Streitfragen ein Wörtchen mitzureden. Ja, für die Kammer ist das natürlich ganz elementar, alle Ausbilder, Ausbilderinnen mal zusammenzuholen, neue Ideen mal zu präsentieren, aber insbesondere auch eine Plattform zu bieten, wo alle mal zusammenkommen, wo sie sich austauschen können, wo es Probleme gibt, die man vielleicht vermeiden kann künftig, voneinander zu lernen. Das ist, glaube ich, das A und O einer solchen Veranstaltung, Netzwerken. Zum Tag der Ausbildung lud die Industrie- und Handelskammer Magdeburg Ausbildungsbetriebe aus Sachsen-Anhalt ein. In Vorträgen wurde über verschiedene Konfliktsituationen und Lösungsmöglichkeiten für alle Beteiligten informiert. Hauptfokus in diesem Jahr: Generation Z und Integration. Zum ersten Thema sprach Eduard Janssen über das Mindset der Generation Z. Besonders für die Zusammenarbeit zwischen älteren und jüngeren Generationen sieht er folgende Lösung. Ja, also es ist ja auch nicht, dass der eine so ist und der andere so. In jeder Generation gibt es die High-Performer und die Low-Performer und ganz viel dazwischen. Das ist ganz klar. Aber hier einfach häufig die Vorurteile mal auszuräumen und einfach mal gemeinsam an die Probleme zu gehen, die ja im Unternehmen da sind, und da mal zu merken, wie man voneinander profitieren kann. Ich glaube tatsächlich, dass das eine schwierige Sache ist und dass auch die Generation Z mit Verzicht in gewisser Weise umgehen muss im Servicebereich, in dem, was sie in ihrem Konsum, ja, sie muss sich da zurückschrauben, wenn sie, also sie hat da zwei Wünsche, die irgendwo nebeneinander stehen und die beide aber sich fast gegenseitig ausschließen. Das eine ist, sie wollen nicht mehr sich für die Arbeit kaputt machen, sie wollen ihr Leben jetzt genießen, aber andererseits wollen sie auch diesen Standard irgendwo halten, und das ist schon etwas, was schwer zusammenzubringen ist, auf jeden Fall. Des Weiteren stehen Ausbildungsbetriebe vor dem demografischen Wandel. Immer weniger Jugendliche bewerben sich für Ausbildungsplätze. Also für mich ist ganz klar, wir brauchen Fachkräfte aus dem Ausland, und Fachkräfte sind auch Auszubildende. Wir haben es ja vorhin gehört, es fehlen 8 Millionen Menschen, die Zahl war für mich auch völlig neu, 8 Millionen Menschen als Differenz zwischen den Babyboomern und denen, die jetzt da sind, an Auszubildenden. Und wie schließen wir die Lücke? Das geht nur durch ausländische Fachkräfte, durch ausländische junge Menschen, die wir zusehen müssen, hier bei uns zu integrieren, in unsere Unternehmen zu holen, damit wir weiter existieren können mit unseren Dienstleistungen, mit unseren Produkten und so weiter. Gavin Theeren von der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt stellte hierzu Wege für die erfolgreiche Integration vor. Nicht nur Sprachbarrieren, auch kulturelle Unterschiede und Rassismus stehen im Weg. Die Bewältigung dieser Probleme fällt meistens nur auf die ausländischen Azubis. Gavin Theeren ruft in seinem Vortrag dazu auf, von der Seite des Ausbildungsbetriebs aktiv Unterstützung zu bieten. Integration, Inklusion, das, was Sie beschrieben haben als Integration, dass sich beide Seiten in Bewegung setzen, dass das im Endeffekt etwas ist, was auch praktiziert und gelebt wird, hat aber auch viel mit Führungskompetenz und auch mit Macht zu tun. Wer hat denn das Sagen und wer darf sagen, was zu tun ist? Oder wer wird auch angehört? Zum Mittag konnten sich die Gäste an verschiedenen Ständen auf dem Markt der Möglichkeiten austauschen und informieren. Nach der Pause stellte Erik Fischer Möglichkeiten dar, wie man im Betrieb konstruktiv und produktiv streiten kann. Besonders die Rolle von Stress wird betont. Das bedeutet ja im Grunde, Resilienz kann man ein Stück weit trainieren. Also wer sich regelmäßig Herausforderungen stellt und gefordert wird, hier mache ich so eine Pause, gefordert wird und meine nochmal sowas wie Auszubildende, ich will was von dir, ich habe Erwartungen an dich. Der ist wohl besser auf stressige Situationen vorbereitet, weil eben diese Hormone ausreichend vorhanden sind. Das sind Menschen, die zu sich selber auch häufiger mal sagen, ich weiß nicht, wie das geht, aber ich glaube, ich schaffe das, ich kriege das hin. Im humoristischen Umgang stellte Michael Wennemann, Referent für Ausbildungsberatung, verschiedene Fälle und Streitfragen im Ausbildungsrecht dar. Auch die Ausbilderinnen und Ausbilder vor Ort waren gefragt und entschieden auf die Frage nach dem Arbeitsverhältnis einstimmig richtig. Wennemann erklärte außerdem den Anwesenden, dass Azubis bei einer Interessensabwägung in den meisten Fällen Zuspruch von Seiten des Gerichts bekommen. Dennoch sind beide Seiten, Auszubildende und Ausbildungsbetrieb, dazu verpflichtet, ihrem Vertrag nachzukommen. Für Konflikte sollte daher immer das Gespräch, auch gerne mit der Ausbildungsberatung, aufgesucht werden.